So, jetzt bin ich da oben fast schon an der Jännerspitze, aber ich werde halt nicht hochgehen. Meine Freundin ist halt dagegen, sie meint halt, das ist zu eng da oben. Wir können halt doch mal vielleicht gleich nicht verlieren, deswegen lasse ich es halt eher zu lieber auch lieber, bevor da was passiert. Er hat es einfach recht. Er hat da vorne schon ein bisschen Probleme da. Ich keine Übung mehr drin habe und keinen Schwung mehr habe, da hochzugehen. Es ist nicht mehr weiter oben, aber ich möchte es einfach nicht riskieren, dass ich da drumherum umknicke, meine Gelenke kaputt mache oder so und dann im Auto fahren kann. Deswegen. Aber ich werde jetzt hier oben noch ein bisschen was filmen, so kurz vor der Spitze, aber es ist auch schön hier oben. Hier sind die Seilanläufer mit Geländer. Wenn man schon ins Jännertal runter schauen kann. Ich möchte auch schauen, dass ich an die St. Bartholomäus Kapelle rankomme und dann noch ein bisschen Fotos machen kann oder auch filmen kann. Aber ist schwierig, weil es sehr viele Leute hier sind. Da ist ein kleines Haus hin. Steht drauf, Nationalpark Berchtesgaden. Das soll halt die Almwelt erhalten. In den Naturschutzbestimmungen. Der Boden sind natürlich klar, Pflanzen mitzunehmen, Tiere zu stören, logisch, Abfälle wegzuwerfen, Feuer zu machen und das Freie laufen zu lassen, um klar die Natur zu schonen, logisch. Wer sich nicht dran hat, der bestraft, klar. Da unten sieht man den Königssee und die Bartholomäus Kapelle würde ich jetzt eigentlich sehen. Aber ich muss jetzt ziemlich ranzoomen, weil so kann man sie nicht erkennen, aber ich kann jetzt nicht versprechen, dass man den Zoom gut sieht. Das ist halt doch ein ganzes Stück weg. Und der Zoom ist halt bedingt nur scharf. Da bräuchte ich dann wahrscheinlich noch ein besseres Smartphone, S23 Ultra Plus. Ja, mehr ist nicht drin. Ich kann es nur so ansehen, das ist eine kleine Kapelle. In der Mitte kann man sagen, vom Königssee, wo man mit einem Personenboot hinfahren kann, kostet so pro Person 30, 40 Euro. Ich hätte sogar zwei Gutscheine, aber ich kann auch nicht sagen, ob es die Woche klappt, weil meistens, wenn man sich vorreserviert, kommt man in so ein Schiff. Rot, schwer, rein, ja. Weil der geht irgendwann auf. So. Wenn man hier drauf steigen würde, würde nicht lang dauern, dass man da runterputzelt. Hier ist ein richtiger Steilhang. Das sind klar, sind diese Geländer hier. Für einen Schutz sein. So, ich versuche jetzt nochmal da runter zu filmen Richtung Königssee. Aber es sind sehr viele Leute dort. Es ist sehr schwer da hinzukommen. So, jetzt kann ich den Königssee etwas besser filmen. Da mehr ist nicht drin, weil es sind sehr viele Leute hier. Ich gucke es noch kurz, dass ich dann ja weg bin, weil jeder will ja Fotos machen. Klar, tolles Panoramabild und. Ja, war doch schön, wie so fertig ist, Junge, mein. Und dann sehen wir die Chance los. Ups, ups. Okay. Da unten ist der Königssee. Spannung und Lachen. Die Bartholomäus-Kapelle. Der Berg oben drauf. Jetzt stehe ich da ganz sicher nicht am Geländer. Ich bin das Ganze nochmal von oben. Kann man es besser sehen. Aber der Effekt ist auch nicht so super gut. Aber egal, ich habe es probiert. Das ist das Geländer. Das ist gut Schutz. Nichts passieren. Da fängt der Königssee an. Läuft auch links weiter. Bis zum Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked mich einfach, klickt es an, schaut es an oder abonniert mich, wie ihr wollt. Okay, weil ich mache jetzt hier mal Pause, Stopp, beende das Ganze mal und laufe jetzt wieder runter, aber ohne Kamera, weil es ist nicht sicher. Und man braucht mit den Stöcken guten Halt, falls es doch mal irgendwelche Probleme gibt mit Kreislauf oder mit Umknicken von den Beinen. Deswegen, das lasse ich lieber. Okay, schließen wir ab, bis bald, euer Hannes Montag, bis zum nächsten Video. Ciao.